Schönen guten Morgen. Heute mal zum Thema Deux Monsieur de Vonk, wie die zwei sich trafen. Aber erstmal der Reihe nach. Zuerst mussten beide ja geboren werden. Für Gag gab's gleich ein wunderschönes Geburtsgeschenk. Ohrmuschelwärmer mit einer Schnur dran von seiner Mama. Und Kay durfte sein erstes Wort lernen, Funky. Leider konnte er dieses Wort nie richtig aussprechen und es kam immer nur Punky bei raus, wodurch er über Jahre hinweg in die falsche Musikrichtung reingesteckt wurde. Doch nach Jahren des Lernens, der schulischen Rückschläge, des Herausfindens, wie die Klospülung wirklich funktioniert, sollten sie sich dann endlich treffen. Bis heute wissen wir leider nicht, wie dies vonstatten ging. War es ein von Kay geschossener Ball an Gags Kopf? War es ein Treffen auf einer Kreuzung mit anschließendem Unfall? Oder war es eine Annonce, schleimiger Stöpsel sucht perversen Korkenzieher, um gemeinsame Fantasien auszuleben? Doch seit diesem bisher immer noch ungeklärten Ereignis sollten die zwei viel Zeit miteinander verbringen dürfen. Und da die damals so viel Zeit miteinander verbracht hatten, ist auch verdammt viel passiert. Und das werde ich euch jetzt erstmal richtig ausschweifend erzählen. Also, da war damals doch diese riesige Aktion, wo die ganzen Leute so... Und bei ihrer 15.760. Sendung sitzen diese inkontinenzwindeltragenden Sabber-Senioren immer noch bei Korax und bemerken nicht, dass gerade der Stecker gezogen wurde und vorm Fenster eine Abrissbirne hängt, die Platz für eine neue Vogeltränke und nach diesen ganzen wahnsinnigen und unglaublichen Vorgeschichten der beiden plus die Entdeckung eines neuen Weges, die Intimrasur zu revolutionieren, sind sie an ihrem ersten Etappenziel angelangt. Die 50. Wieso 50? Wieso 50? Ich dachte, hier geht's um 100. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das macht man doch nicht. Diese Dreizecke. Das hält man nicht aus. Schönen guten Morgen, heute mal zum Thema Deux Monsieur de Vonk, wie die zwei sich trafen. Aber erstmal der Reihe nach. Zuerst mussten beide ja geboren werden. Für Gag gab's gleich ein wunderschönes Geburtsgeschenk, Ohrmuschelwärmer mit einer Schnur dran von seiner Mama und Kay durfte sein erstes Wort lernen, Funky. Leider konnte er dieses Wort nie richtig aussprechen und es kam immer nur Punky bei raus, wodurch er über Jahre hinweg in die falsche Musikrichtung reingesteckt wurde. Doch nach Jahren des Lernens, der schulischen Rückschläge, des Herausfindens, wie die Klospülung wirklich funktioniert, sollten sie sich dann endlich treffen. Bis heute wissen wir leider nicht, wie dies vonstatten ging. War es ein von Kay geschossener Ball an Gags Kopf? War es ein Treffen auf einer Kreuzung mit anschließendem Unfall?